Herzlich willkommen zu einem Let's Raid mit Junk23, dem Redaktionssklaven des Meisters Crimeify fürstpersönlich, dem Gründer und Inhaber von Crimo Games. Ich habe mir ja schon lange vorgenommen, endlich mal einen Let's Raid zu machen, also sprich euch den Raid-Modus zu zeigen. Story haben wir ja durch. Habt ihr hoffentlich alle brav geguckt. Ansonsten ist die nicht wirklich nötig, um sich den Raid-Modus anzugucken. Ja, für die Quali muss ich mich entschuldigen, es ist tagsüber. Es ist 10.23 Uhr, interessiert euch vielleicht gerade nicht, aber das heißt, es ist hell, das heißt, man sieht mich in der Spiegelung. Da haben wir ihn. Machen wir mal Solo-Spiel. Mission. Ja, bei Mission gucken, was wir so freigeschaltet haben. Stufe 8 bis 12, nehmen wir. 13 bis 17, nehmen wir. 18 bis 20. Aufgeladener Schuss, auch für Kampagne, egal. Endlose Raketenwerfer. Achso, dafür muss ich erstmal. Aber das hier haben wir noch. Grünes Kraut, juhu. Was haben wir noch? Großes Magazin. Und eine Pistole. Super. Okay, nicht wirklich was für den Raid-Modus, außer ein paar Level. Aber egal. Gehen wir doch einfach mal auf Start. Ein Schluck Kaffee. Ich habe eine Pistole mit 20, 32 Schuss und ein Messer. Nichts zum Scannen oder so, ist egal. Also wie ich schon auf Crimo Games geschrieben habe, ich werde vermutlich 1 bis 3 Let's Raids machen. Also schätze ich mal, kann man sagen, wir treffen uns in der Mitte bei 3. Ein Gegner mit Energieleister. Cool. Jetzt sehe ich, wie viel Schaden ich mache. Machen wir mal einen Kopfschuss. 288. 540, wow. Gut, Munition sollten wir erstmal genug haben. Bei über 70 Schuss sind wir. Ach du Kacke. Das ist ja ein Riese. Guckt euch das an. Kriege ich vom Kopfschuss. Gut. Also man sieht, die Riesen, die halten weitaus mehr aus. Vermutlich machen sie auch mehr Schaden. Wenn es Riesen gibt, gibt es bestimmt auch Zwerge. Muss einfach. Mist. In die falsche Richtung zuerst geguckt. Mein Gott. Ich konnte auch schon mal besser zielen. Nun gut. Weiter geht's.
Oh, hinter mir taucht also auch einer auf. Oh, ein Zwerg. Ja, der ist ja schnell. Man sah gerade auch neben der Energieleiste des Zwerges so ein, ja, ein Symbol eines flitzenden Männchens. Also sprich, dort wird schon angekündigt, dass er schnell ist. Ja, da hinten haben wir einen, der schießt. Ist egal. Soll er mal schießen? Und hier noch was Schönes, Heilung. Heilung ist immer gut. Okay, Munition ist voll. Oh, ein großer. Juhu. Oh, noch ein großer. Und starker. Seht ihr die Faust? Ich behaupte einfach, die steht für Stärke. Also ich denke mal, ups, von dem sollten wir uns nicht treffen lassen. Lad nach, lad nach. Und da taucht noch einer auf. Hey, hey. Machen wir mal einen aufgeladenen Nahkampfkick. 1600. Der Kick macht 1600 Schaden. Respekt. Das war's anscheinend. 78%. 320 BP. Ich habe 3500. Und was bringen mir die? Sie haben Level 2. Ah! Und jetzt habe ich ein Gewehr und Schaden 1. Juhu, Level up! Wollen wir uns da gleich mal angucken. Wir waren jetzt gerade mal nicht mal 8 Minuten. Stufen. Ja, 8, 12, 16, ja gut. Das wollten wir jetzt nicht. Waffen. Ein Sniper, nehmen wir doch einfach mal mit. Oh. Level 4 erreichen. Ich habe das Sniper, aber ich kann es noch nicht benutzen. Shop. Schrotflinten. Aha. Für 5100 kann ich mir einen Schrot kaufen. Oder für 10 goldene DS-Dollar oder was das ist. Es sieht aus, als wäre da so ein DS in diesem goldenen Kreis. Davon habe ich gar nichts. Wahrscheinlich muss man sich die erst kaufen. Ach, hier sind Spezialzubehör. Kräuter, ich kann es also alle kaufen. Brauchen aber nicht. Charakter. Jill. Chris Parker. Oh. Keith habe ich auch. So, so. Was haben wir denn hier? 200% nachgeladene Geschwindigkeit bei Pistole, MG-Experte, MG nachgeladene. Auch 200. Was hat Chris? 200 bei Schrot und Gewehr. Parker hat Pistole und Schrot. Und Keith hat. Okay. MG und Nahkampfschaden. Gut, gut. Nehmen wir mal Chris. Chris. So. Machen wir mal das nächste.
Munition nehmen wir natürlich mit. Schade, keine Gegner zu sehen. Nun gut. Ach, da kommen sie. Da noch einer. Stellen wir uns mal hier hin. Oh shit. Ein Virusklumpen. Okay. Diesen Viechern ins Maul schießen macht also den meisten Schaden. Sind ganz schön viele und die sind gar nicht mal so lahm. Ein starker. Na los. Oh Mann. Yay. Ich habe einen Schlüssel bekommen, aber da hinten sehe ich noch was. Ein Fisch. Oh Mann, ein goldener Fisch? Ein Kugelfisch? Der ganz schön viel aushält? Ah, ich habe eine Waffenkiste bekommen fürs Töten. Okay, sagen wir nicht nein. Notiz, goldene Fische, goldene Kugelfische bringen Waffenkisten. Vielleicht bringen sie auch jedes Mal was anderes, aber dieser hier macht halt eine Waffenkiste. Trödeln wir gar nicht weiter rum. Denn Zeit spielt hier auch eine Rolle. Ja. Ja, weiter. Ein Stück Kaffee. Ja, bevor der kalt wird. Was haben wir hier schönes? Munition, Munition, die Munition ist voll. Nun gut. Hey, wer hätte gedacht, noch mehr Virenklumpen. Ja, ja, ja. Was machst du denn hier? Da hinten ist ein schneller Gegner, na toll. Von links kommt auch gleich einer. Ich muss nachladen. Ja, komm. Ey! Haut er mich hier einfach um? Anscheinend war's das. Na gut, bevor wir ins Ziel gehen, schauen wir uns nochmal um. Munition können wir bestimmt im nächsten Level gebrauchen. Ich habe eine Karte. Die zeigt mir, dass ich hier lang kann. Guck sich das mal einer an. Spezialzubehör. Und nochmal Munition. Das lassen wir natürlich nicht liegen.
liegt noch mehr Munition. Tada! Ja. Also ich denke mal, den Sinn der... Level 3, yay! Maschinengewehr! Wow. Hat sich ja gelohnt. Ah ja. Okay. Wir beenden dieses Let's Raid erstmal. Später werde ich noch ein zweites machen. Vermutlich nicht mehr heute. Vielleicht am Wochenende. Mal gucken. Und danach können wir ja einfach mal eine Umfrage starten, ob ihr mehr haben wollt oder nicht. Beziehungsweise könnt ihr auch hier zu dem Kommentar einfach schreiben, mehr oder nicht. Das mache ich einfach mal von euch abhängig. Auf jeden Fall beende ich erstmal das. Hier waren ja schon mal die ersten zwei Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ganz interessant. Macht Spaß. Bis dann. Ciao.